yeah, Elektrostadt. In der heutigen Folge ist für jeden was drin. Ich habe ein bisschen Unboxing, ich habe ein bisschen mechanischen Kram und naja, im weitesten Sinne geht es auch um Elektronik, auch wenn nicht gelötet wird. Anfangen tut alles mit diesem Stecker hier am Fatlight. Da sind ein paar Pins rausgebrochen, insgesamt 6 Pins, 5 Volt und Ground. Und mit denen kann man irgendwas machen. Und die Firmware unterstützt momentan, dass man damit Profile, die gespeichert sind, umschalten kann. Also was weiß ich, Rotlicht, Grünlicht, Farbwechsel, lauter so ein Kack. Und ich habe mir hier diese Platine gebastelt, mit der, da kommen hier 6 Buttons drauf. Ja? Und da kommt so ein Stecker dran und dann kann man das damit verbinden. Und wo auf der Platine noch Platz war, habe ich hier noch so ein paar ESP8266 Breakouts mit drauf geklatscht. Und ja, offensichtlich muss das jetzt getrennt werden. Und getrennt wird das mit so einem Sägeblatt hier. Und das Sägeblatt, das gehört in so eine Kreissäge hier rein, so eine Tischkreissäge. Das ist hier so eine kleine Proxon. Und was ich auch noch habe, das ist diese Gerze. Und zwar hat der Michael Kuckert den wunderbaren Tipp rausgelassen, man soll gelegentlich mal durch eine Kerze sägen, weil sonst verkantet das Sägeblatt, weil es nicht geschmiert ist oder irgendwie so Gedönse. Und ja, dann packe ich jetzt mal aus und baue mal auf, wa? Also, let's fats. Ich freue mich da total drauf, weil ich habe neulich mal versucht, Platinen auseinanderzubringen, indem ich sie anritze und breche und wisst ihr was? Ich hätte brechen können und mich ritzen wollen, das war nicht der beste Plan der Welt. Also, Kreissäge hat beim Kuckert halt gut funktioniert. Er hat da ein Video zugemacht, vielleicht verlinke ich es, wenn ich es nicht vergesse. Also unboxen wir hier erstmal. Zubehörteile, so den üblichen Staubsaugeradapter und Winkelanschlag und ein paar Schrauben. Zu den Schrauben erzähle ich gleich noch was. Und dann haben wir hier den Gerät. Ja. Mit einem Manual für den Gerät. Hier so, Manual ist dabei. Und ja, der Gerät ist ordentlich fettig. Ich glaube, da ist irgendwie so Schneidöl oder sowas drauf. Und das ist schon ein kleines Sägeblatt drin. Dieses Sägeblatt, das sich ein Supercut-Sägeblatt nennt, mit geschränkten und geschliffenen und whatever, ist nach allem, was ich weiß, für Platinen überhaupt nicht geeignet. Und ich will ja nur mit Platinen arbeiten, deswegen kommt das gleich raus. Ich muss mal kurz im Manual nachschauen, ja, wie das geht. Bla, bla, bla. Also man soll mit einem, also mit ihm hier offensichtlich, hier den Rundlauf von der Säge blockieren. Ne? Erstmal muss man hier aufmachen. Es hat an der Seite so eine Klappe. Ich zeige das mal hier so ins Bild. Ne? Da. Und jetzt soll man also mit einem kleinen Imbusschlüssel, der ist hier in der Tüte mit drin, in dem Säckchen mit den Schrauben, also mit dem kleinen Imbus soll man jetzt den Motor wohl blockieren. Und mit dem großen Imbus das Sägeblatt losschrauben. Jo, das funktioniert schon mal ganz wunderbar. Das ist jetzt nicht so spannend hier. Tada! Der Schrauberich ist ab. Und dann macht man das hier ganz vorsichtig. Na? Ihr wisst ja, hantieren mit Sägeblättern ist wie Geschlechtsverkehr bei Stachelschweinen immer ganz vorsichtig. Also so sieht dieses Supercut-Blättchen da aus. Das kommt gleich weg. Okay. Jetzt innen drin, ich fricke das mal eben raus, sind 2 so Metallscheiben hier. Ja, Metallscheiben. Die waren jeweils auf beiden Seiten von dem Sägeblatt. Die sollten wohl wieder rein, wenn ich das neue Sägeblatt montiere, nehme ich mal so an. Und zwar dieses. Interessante Verpackung. Es ist nicht geschützt. Man könnte also von außen sich schon mal wunderbar dran schneiden, wenn man das wollte. Und es bleibt die Frage offen, wie kriegt man das wohl hier ab? Also es ist so eine Plastiksperre hinten dran. Ne? Also vorne nicht verpackt, kein Plastik drumherum.
Und diese Plastiksperre werde ich jetzt einfach mal mit einem Schraubenzieher abhebeln oder so in der Art. Und dann kann man es wahrscheinlich abziehen. Schauen wir mal. Na? So. Also schon mal die Pappe ab. Hm. Zack, und das Sägeblatt ist auch raus. Jetzt schauen wir mal, kann man da irgendwas falsch machen? Oh ja, man kann. Die Drehrichtung muss man beachten, die ist drauf angezeichnet. Ich schaue mal, ob die hier im Manual irgendwie beschrieben ist. Nö, ist sie nicht. Das ist natürlich echt eine ziemlich schlechte Leistung, dass das im Manual nicht drin steht. Bla 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 bla. Ja, also Punkt ist der. Wenn das Sinn ergeben soll, wie das sägt, dann muss ich das Sägeblatt eigentlich so rumdrehen. Also so, dass das Werkstück beim Sägen runtergedrückt wird. Ja, weil wenn die Sägezähne hochgehen würden, sodass das Werkstück beim Sägen hochgewuppt wird, das wäre ja komplett hirntot. Und deswegen machen wir das jetzt mal so. Und das ist auch, also wenn man es so macht, wie ich es gerade vermutet habe, dann setzt man es auch so ein, dass man den Aufdruck noch sehen kann. Und ich vermute mal, dass das richtig sein wird. Insofern, Operation gesunder Menschenverstand beginnt. Ist ein bisschen fieselig, das Teil einzulegen. Also ja, klar geht, aber ich sag mal, bei so richtigen Profi-Gerät, und davon reden wir ja nicht, das hier ist ja echt Hobbygerät, aber bei richtigen Profi-Gerät hätte man wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der Sägeblattwechsel so ein bisschen komfortabler ist. Aber wenn man hier nicht aufpasst, kann man höchstwahrscheinlich auch diverse Schrauben im Gerät verlieren, was dann dazu führt, dass man es auseinanderbauen darf. Das ist nicht so schön. So, Schraube ist richtig fest. Dingens ist drin. Dann die Proxon-typische Verschlussklappe ist drauf und gesichert. Ja. Und gesichert. Dann, whatever. Ein Wort der Erklärung zu diesen Schrauben hier. In dem Manual steht drin, ja, man muss unbedingt, und ich zeige das hier, also es ist wirklich ganz unbedingt wichtig, hier ist das abgebildet, man muss das Ding auf einer Holzplatte festschrauben und die Holzplatte beim Arbeiten immer mit zwei Schraubzwingen am... Scheiß drauf. Ich habe die Dekopiersäge von Proxon, da wollen sie das auch haben. Die einzige Wirkung von den Schraubzwingen ist, dass man da mit den Knien dagegen haut, was echt unbequem ist. Und die Dinger stehen auch so stabil genug. Ja, das hier ist nur so ein typischer für die Versicherung, leck mich, bla. Passt einfach ein bisschen auf, wenn ihr damit arbeitet, da braucht ihr den Mist nicht. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Typen, die zu blöd sind, eine Kreissäge zu bedienen. Ja, behauptet hinterher nicht, es hätte dran gelegen, dass ihr Platt nicht dran gemacht habt. Ja, ich habe auch gehört, dass dieser Deckel hier reichlich sinnlos und irgendwie eher hinderlich sein soll, aber den lasse ich jetzt vorläufig mal dran, weil ganz ehrlich, so eine Abdeckung für das Sägeteil möchte ich eigentlich schon haben. Gut, dann, was werde ich auf jeden Fall noch brauchen? Na ja, Strom ist vermutlich nicht optional. Staubsaugeradapter, der kommt hier hinten drauf. Ist offen gestanden auch nicht optional, weil man möchte sicher hier nicht alles mit diesem ekligen Staub vollsauen. Und mit Sicherheit sehr nützlich ist hier der normale Anschlag. Den brauchen wir ganz bestimmt. Was wahrscheinlich auch eher optional ist, ist dieser Winkelanschlag. Na, den werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Genau. Ich bin gleich wieder da, ich hole den Staubsauger. Manche Leute behaupten ja immer noch, das Beste, was jemals von der britischen Insel kam, wäre Plumpudding gewesen. Oder meinetwegen auch Whisky. Ich sage nein. Das Beste, was jemals aus Großbritannien kam, waren die Staubsauger von Dyson. Oh ja. Yeah.
Gut, aber bevor ihr entsorgt wird, was mache ich jetzt als nächstes? Ich fange natürlich nicht mit meinem allerersten Versuch mit meiner Platine an, die ich gestern gemacht habe, sondern ich habe jetzt hier so eine alte Schrotplatine, die ist mal völlig daneben gegangen. Und da habe ich mir so ein paar Strukturen drauf angezeichnet, die sind so ähnlich wie das, was ich jetzt gleich sehen will. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit der hier testen, ob das einigermaßen vernünftig klappt und wie. Und wenn ich das halbwegs in den Griff bekommen habe und einigermaßen zuverlässig der Ansicht bin, dass ich das hier machen kann, dann schnappe ich mir mein Platinenmaterial und säge das richtig. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und bevor ich anfange, säge ich mal einmal durch die Kerze, weil, wenn der Kuckert sagt, das hilft, dann mache ich das. Ja, jetzt nicht genervt sein wegen dem Lärm. Der Dyson ist leider nicht das leiseste, was von der Insel kommt. Ich kann jedenfalls schon mal sagen, dass das Hartmetallsägeblatt sehr gut durch eine handelsübliche Kerze durchgeht. Damit gibt es schon mal keine Probleme. Dann schauen wir mal, wie es sich mit Platinenmaterial schlägt. Dazu stelle ich mir mal den Anschlag hier erstmal ein, damit der genau dahin geht, wo es sägen soll. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen weiter. Ist ein bisschen knifflig einzustellen, der Anschlag. Aber ja, das scheint zu gehen. Und dann würde ich sagen, geben wir dem Ding mal eine Chance, wa? Okay, genau wie Michael beschrieben hat. Es geht durch wie durch Butter. Die Schnittkanten sind super glatt. Ich behaupte auch mal, dass das, was hier geschnitten ist, super gerade geworden ist. Ich prüfe das mal eben. Jo, ist absolut perfekt. Also verzieht nicht zur Seite, ist alles super. Es ist auch recht sauber geblieben hier dank Staubsauger. Also jetzt auch nicht perfekt, aber so, dass man hinterher jetzt keine großen Probleme hat, sauber zu machen. Aber dieser Anschlag hier hinten, der nervt gigantisch. Selbstvertrauen ist hiermit sehr stark gestiegen. Ich mache mich an diese Platine hier. Ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so befriedigend geworden. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, aber achtet mal drauf, wie der Schnitt hier im Abstand von den Pads ist und wie er hier ist. Also ich sag's mal so, wegschmeißen muss ich wahrscheinlich keines von den Dingern hier, aber perfekt geworden ist ja höchstens das erste. Das heißt, man muss hier echt aufpassen, der Anschlag, der ist einfach nicht so gerade, wie man es vielleicht gerne hätte. Das ist ein bisschen schade. Letztendlich kam es mir hauptsächlich auf diesem Platinenteil an und der ist jetzt mit ein bisschen Nacharbeit ziemlich gut geworden. Jetzt kümmere ich mich noch um die kleinen hier. Okay, vorläufiges Fazit. Es ist ziemlich okay für die kurzen Schnitte. Da geht es echt prima. Bei den langen Schnitten ist es echt ein Geschisse mit diesem Anschlag und da muss ich mir was dazu einfallen lassen. Da bin ich nicht glücklich mit. Aber ich denke... Ja, da kann man schon irgendwie was machen. Und die Hauptaufgabe der Kreissäge, nämlich das Kreissägen, das hat sie ziemlich gut im Griff.
Im Zweifelsfall ist wahrscheinlich die richtige Lösung, dass man den Anschlag ein bisschen locker lässt und dann einfach so mit dem Auge das richtig macht, ja, dass man halt ein bisschen aufpasst, was man da arbeitet. Ja gut, das kann man notfalls schon von mir verlangen, das ist in Ordnung. Ja, das wäre jetzt die Sägeaktion gewesen. Jetzt bohre ich das hier. Leider habe ich die Taste dafür noch nicht bekommen und deswegen gibt es heute noch keine Optik davon, wie ich hier draus was Cooles mache. Aber die gibt es dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüssing.